Samstag, 9. Dezember 2023. Autokorso baut sich auf hier in Gera als Protestaktion gegen die wieder einmal angedachte Erstaufnahmeeinrichtung im alten Wismut-Krankenhaus. Also ich sehe schon hier Dutzende, viele, viele Dutzend Autos, die Schlange bis zum Horizont. Und wir schauen mal, was der Tag so bringt und hoffen, dass wir die Stadtoberin, insbesondere unseren Oberbürgermeister, der ja auch so völlig unkalkulierbar da rumeiert, anstatt klar zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir schauen mal, ob wir die Stadtoberin da zur Raison bringen können und insbesondere auch Bürger motivieren können, zu sagen, nein, wir wollen das in Gera nicht. Ein paar Fotos kommen jetzt und ich hoffe, die gute Stimmung, die wir hier so ahnen, setzt sich auch fort. So, wir zeigen das jetzt mal, das ist zurück, da ist überschaubar, aber wir haben hier mein Auto und dann zeigen wir jetzt gleich mal in die Richtung um die Ecke, also hunderte, tausende Autos, würden die Grünen sagen. Ich sag mal, sehr viele Autos, aber könnten immer noch ein paar mehr sein. Wir zeigen jetzt mal im Vorbeifahren. Jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt geht's los, wir fahren mal am Corso vorbei und zeigen mal, wie viele sich hier eingefunden haben. Also nach hinten sind schon viele und nach vorne sind noch viel mehr. Jetzt schwenken wir mal hier rüber. Hoffen, dass hier alle in Deckung bleiben. Also Sachsen sind da, Erfurt sind da, Greizer sind da. Was haben wir noch alle gemacht? Außer Gera, Gersche natürlich, Weißenfels. Einmal abfüllen hier. Gera. Also jede Menge Gersche jedenfalls, ist ja auch klar, geht ja auch um Gera. Darum, dass wir hier diese ersten Sachen nicht wissen. Ja, Gera kommt, das ist ein bisschen krankenlos. Wir haben schon vor ein paar Jahren der Ball gemacht, und schön sich dann da auf der Straße des Friedens entwickelt hat. So, jetzt sind wir glaube ich hier vorne, glaube ich, und hier werden wir mal stehen. Zustimmung von Nicht-Corso-Teilnehmern. Hier Gott sei Dank wird auch gelenkt. Hinter uns. Die Polizei passt gut auf. Seht man, hier ist gute Stimmung. Jetzt geht es ein bisschen schneller. So, fertsch, wie der Gersche sagt. Wir sind durch mit unserem Autokonvoi. Es war schon ein starkes Zeichen, was wir gesetzt haben. Vor allem quer durch die Stadt hin und her. Da haben auch Dutzende, hunderte andere Leute mitbekommen, was unser Anliegen war. Erstaufnahmeeinrichtung in Gera. Nein, wir haben hier in Gera genug. Man kann auch sagen, wir haben die Schnauze voll, deshalb sowas brauchen wir nicht zusätzlich noch. Starkes Zeichen, Gera sagt nein, nein zum Heim. Ich hoffe, das wirkt bei denjenigen, die letztendlich zu entscheiden haben. Schönes Wochenende.